Irgendwann wird Daniel Levy einknicken müssen. Was Uli Hoeneß vergangenen Monat im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee gesagt hat, ist jetzt Wirklichkeit. Harry Kane steht unmittelbar vor einem Wechsel nach München. Der Rekordmeister hat sich geeinigt mit Tottenham Hotspur auf einen Transfer von Kane. Man ist sich mündlich klar geworden, hat endlich die langen und zähen Verhandlungen abgeschlossen. Daniel Levy, der blieb knallhart in den Gesprächen. Also die Bayern müssen jetzt eine Rekordablöse zahlen für Kane, weit über 100 Millionen Euro. Mit Bonuszahlungen kann das ganze Paket auf 115 bis 120 Millionen Euro, so hören wir, anwachsen. Also eine riesige Investition, die Bayern da bereit zu tätigen sind. Allerdings, es fehlt jetzt noch das finale Go von Kane. Die Bayern sind aber zuversichtlich, dass es in den nächsten Stunden auch erfolgt. Sie glauben nicht, dass Kane abspringt, denn er hat in den Gesprächen vor allem mit Trainer Thomas Tuchel immer klar gemacht, er möchte zum FC Bayern und er möchte mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen.